Hallo, willkommen zu einem etwas anderen Video auf meinem Kanal, und zwar diesmal geht es um Lenkdrachen. Die 5, die ihr auf dem Bild hier gerade seht, sind alle, die ich besitze. In diesem Video geht es um den roten und den Sportkite Quickstep 2 Dragon vom Muster her. So, auf dem Bild seht ihr jetzt nochmal die drei Lenkdrachen, diese normalen Lenkdrachen, die man so normalerweise kennt, halt dreiecksförmig. Wir bauen den Drachen auf. So, ist er aufgebaut, wir legen ihn entspannt auf die Wiese und beginnen die Schnur abzurollen mit diesem Kamm hier. Geht ganz schnell, wenn man quasi die Technik drauf hat. Hier seht ihr jetzt mal kurz die Vorrichtung, wie man quasi die Bänder einspannt in diese zwei Kerben. Und dann kann man es dann noch mit diesem Gummi hier fixieren. Hier seht ihr jetzt ganz gut, wie leicht es eigentlich ist, diesen Drachen zu starten, wenn viel Wind ist. Ich muss kaum was machen und schon hebt ab. Nur zur Erklärung, warum die Kamera so komisch ist. Ich fliege den Drachen und halte die Kamera in der rechten Hand, die ich auch noch die rechte Schlaufe halte. Also ich muss quasi zwei Sachen gleichzeitig machen, fliegen und schauen, dass ich alles drauf habe, was mir nicht immer gelingt. Also sorry dafür schon mal. Wie man es gerade gesehen hat, ich trage Handschuhe beim Fliegen. Liegt aber daran, da ich eben nicht nur 10 Minuten im Stück fliege, sondern auch mal eine halbe Stunde. Und da kann es sein, dass die Schlaufen ein bisschen in die Finger schneiden, wenn der Wind zu arg ist. Und deswegen einfach, damit sowas passiert, trage ich Handschuhe. Einfach normale Fahrradhandschuhe. Ja, jeden passiert jetzt mal der Strafschutz ab. Und was macht man da am besten? Man rastet nicht gleich aus und zieht irgendwo dran, sondern kontrolliert. Zieht man leider jetzt nicht, weil ich die Kamera nicht drauf habe. Aber ich habe mir so wieder hingedreht, dass ich wieder starten kann, ohne hinzulaufen. Hier sieht man schon deutlich, wie stark der Wind abgenommen hat im Vergleich zu den anderen Tagen. Und da macht es eigentlich auch kaum Spaß mehr, den Drachen zu fliegen, weil der Drache, weil er von der Waage so eingestellt ist, mehr Wind braucht. Und für solche Fälle habe ich eben dann den größeren Drachen. Den zeige ich euch dann im nächsten Video. Die Waage ist, ich sehe das hier an diesem Bild ganz gut, und zwar laufen ja links und rechts drei Schnüre zu jeweils einen Knotenpunkt zusammen. Und diesen Knotenpunkt könnt ihr diese eine Schnur verstellen, und dadurch neigt sich der Drache nach oben oder nach unten. Und je nachdem, wie er ihn dann neigt, fängt er mehr oder weniger Wind ein. Und deswegen könnt ihr auch dann bei wenig bzw. bei Sturmböen fliegen. Und euch reicht es nicht weg und die Schnur reißt auch nicht. So, dann kommen wir auch nun zum letzten Punkt dieses Videos, und zwar dem Landen von dem Drachen. Und zwar fliegt ihr jetzt, wie hier gerade sehen, zum Windfensterrand. Ihr habt quasi ein Windfenster, das sind rechts neben euch 25 Meter und links neben euch 25 Meter und vor euch, weil eben die Schnur von den meisten Drachen 25, aber auch manchmal auch 50 Meter lang ist. Ihr zieht dann langsam den Drachen immer weiter nach unten Richtung Boden, mit der Hand, die auch dann an diesem Windfenster ist, in dem Fall rechts. Wenn der Drache dann auf der rechten Seite aufsetzt, nur ein bisschen weiter nach links ziehen und er sitzt auf beiden Kufen quasi auf. Oder wenn ihr es eben nicht so machen wollt, könnt ihr ihn auch Boden fallen lassen, ohne jetzt irgendwie darauf zu achten, ob es auf beiden Beinen quasi stehen bleibt. So, das war es dann hier vom Video. Lasst gerne ein Like da, auch ein Abo, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao.